Kilo und 1,84 Meter Größe. Ein wahrer Fülle. Dieser Mastino. Und Eddie Steinblock hat sich etwas vorgenommen bei diesem Kampf. Das denke ich mir wohl. Denn den Amerikaner zu schlagen, das heißt, dass er eventuell Verträge kriegen kann in den USA. Es sind beides keine Leichtgewichte, sie sind beide Superschwergewichte. Und trotzdem, das muss man einmal sagen, sie sind beide nicht langsam. Bruiser Mastino war ein sehr guter Amateur in den Staaten und ist dann Profi geworden. Hat erst American Football gespielt und ist dann zum Profi-Ringkampf gekommen. Und Eddie Steinblock, das wissen alle Fans, die die CWA-Turniere besucht haben oder jetzt in Frankreich waren, in Belgien waren. Eddie Steinblock ist einer der jungen Hoffnungen, eine der jungen Hoffnungen, der am Heumarkt schon einiges gezeigt hat, der jetzt in Lilienthal bei Bremen ein super Fitnessstudio hat. Er trainiert dort mit seinen Schülern, ist selbst natürlich auch topfit dadurch. Und wir können, glaube ich, auch im 92er Jahr wieder einiges von Eddie Steinblock erwarten. Eddie, Eddie, ruft das Publikum schon. Ja. Hier der Beinhebel angesetzt, über das eigene Bein gezogen und mit dem Knie in die Kniekehle des Gegners das eigene Gewicht reingelegt. Das ist ein Submission Hold, ein sogenannter Aufgabegriff. Und da kann sich Mastino nur befreien, indem er seinen Gegner an den Haaren zieht, was ja nicht erlaubt wird. Und hier kommt der Elbow Drop hinterher. Und das gleich zu Anfang des Kampfes. Oh, das ist schlimm für Eddie Steinblock. Denn so ein Elbow-Drop auf die Halsschlagader kann sofort einen Kampf beenden. Hier versucht er noch einmal quer zu springen, wird aber abgefangen und sofort ein Body-Slam. Und Eddie Steinblock muss hier zu Boden. Das nimmt sofort die Kondition und hier die Double Fist hinterher auf den Rücken. Und eine Projektion jetzt zur anderen Seite. Da muss Eddie rein in die Ecke. Nimmt eine Clothesline und muss zu Boden. Oh, Eddie, hier musst du dir was einfallen lassen. Und Mastino nimmt seinen Gegner hoch. Hier zum Backbreaker. Deckt ihn ab. Und das ist dann eins. Nein, da ist ja die Schulter hoch. Da ist die Schulter hoch. Der Referee kann nicht durchzählen. Und darum wird hier der Würgegriff angesetzt. Auch ein Submission Hold. Ein ganz junger Bursche, dieser Bruiser Mastino, 22 Jahre alt. Von dem ist natürlich einiges zu erwarten. Die CWA hat ja mit ihm Vorverträge gemacht, dass er zu den Turnieren im deutschsprachigen Raum wiederkommt im 92er Jahr. Vorerst ist er nach Japan gegangen. Da sind in Bremen einige Leute gewesen, die nach ihm Ausschau gehalten haben. Und natürlich werden dann die Gagen für so einen Ringer auch immer höher, je mehr Siege er hier mit nach Hause nehmen kann. Und hier fängt er wieder Eddie Steinblock ab. Versucht den Elbow Drop. Eddie geht aber zur Seite. Und selbst mit seinem Knee Drop runter auf die Halsschlagader des Gegners. Zweimal. Ja, jetzt kommt Eddie Steinblock zurück. Den Gegner hoch. Und jetzt die Projektion. Zum Seil. Und da kommt der Griff. Ein Axel Dieter war das. Axel Dieter, der große Ringer, hat diesen Griff als erster gemacht. Faktisch ein Doppelschlag auf die Halsschlagader, nach ihm benannt. Von Eddie aber etwas zu schwach ausgeführt. Und da muss jetzt die Clothesline hinterherkommen. Hier sieht man es noch einmal in der Zeitlupe. Die war natürlich fantastisch geschlagen. Und da muss Bruiser Mastino mit seinen 189 Kilo zu Boden. Und das kracht natürlich im Ring. Er kontert aber sofort und hat hier das Knie hochgezogen. Und Eddie muss zu Boden. Da
Das war das Knie auf den Solarplexus, aber das war ja schon etwas tiefschlagverdächtig. Da kommt er nochmals in die Nierengegend und gleichzeitig zu tief geschlagen. Eddie ist out hier. Er wird wahrscheinlich ausgezählt. Kommt aber nochmal hoch. Oh, das ist bitter jetzt. Ein Ausheber, ein Bodyslam. Und hier wird er abgedeckt nach einem Elbow-Drop. 1, 2, 3. Oh ja, da hat man es gesehen. Er konnte sich nicht mehr fangen. Eddie Steinblock. Und Bruiser Martino attackiert ihn hier noch einmal. Der Steinblock ist ja noch gar nicht da. Da wird er rausgeworfen. Mein Gott, es war zuerst so ein guter Kampf. Zweier Superschwergewichte. Schade, da hätte ich gerne noch mehr gesehen davon. Ja, Eddie hatte sich was vorgenommen für diesen Kampf. Und es hat zuerst gut ausgesehen. Und dann diese Niederlage. Das Publikum ist nicht mit einverstanden. Sieger in diesem Fall, Bruiser Martino. Bleiben Sie aber am Bildschirm, liebe Catch-Fans. Wir sind sofort wieder da mit weiteren Sendungen diesmal.